unspielbar manchmal einfach. Ist ja besser, wenn ich das jetzt hier sein lassen würde mit dem Aufnehmen, aber dann reicht das über die Woche halt nicht, die Folgen. Müsste ich noch ein paar Minuten für aufnehmen. Oh Gott. Ja, das war echt, ich wollte schnell sein, aber das war echt kacke. Oh Gott. Mann, wie willst du es so schnell schaffen? Ich habe keine Muni mehr, ne? Wie willst du das denn so schnell schaffen? Ich habe allein mein ganzes Magazin. Drei Minuten habe ich dafür Zeit. Wie viel die einfach aushalten? Das ist so ein schlechter Witz. Ich werde das schon wieder nicht schaffen. Ich glaube, ich muss es irgendwann mal rausschneiden dann. Ich meine, was soll ich machen? Werde ich nicht schaffen. Ich habe auch keine Munition mehr. Also beim letzten Mal lief es besser. Ist ja ein bisschen peinlich, wie jetzt hier gerade. Ich habe doch das beim letzten Mal mit Mühe und Not geschafft hier. Ich mache das jetzt einfach so hier. Oh Gott, da kommen schon die nächsten. Ging jetzt schneller, weil ich jetzt die Granaten von denen eingesammelt habe. Eben war schnell wiederbleiben alle. So, jetzt schnell. Da sind schon die nächsten Druidiker. Also bei Kampfdruiden. Ich glaube, es wäre eigentlich ganz schlau, wenn ich jetzt hier ganzen Fässer kaputt ballere. Bringt das ja was? Vielleicht ein bisschen, wa? Komm schon. Nice. Jetzt schnell weiter. Durchhalten, Deltas, wir sind gleich da. Die Brücke müsste hinter dieser Tür sein. Jetzt habe ich wenigstens noch mehr als ein paar Sekunden Zeit. Muss jetzt alles schnell gehen hier. Alles schnell, schnell, schnell. Ja, Zeit für Leben heilen habe ich leider nicht. Ich habe mir beim letzten Mal so viel Zeit gelassen. Gott, wie soll man das denn so schnell schaffen? Das geht doch gar nicht. So viele Gegner. Wie soll ich das in einer Minute schaffen hier drin? Das ist ja witzig. Ich habe eine Minute Zeit für das Teil. Das geht doch gar nicht. Das ist echt eine schwierige Stelle. Nee, das muss ich überspringen. Also ich muss schon, bevor die Minute abläuft, muss ich hier schon drin sein und das Teil tippen. Boah, das ist echt schwer. Unter den Umständen. Halleluja. Gut, dann bis gleich, wenn ich es geschafft habe. Sehen wir dann. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht?
Hab ich es jetzt geschafft oder nicht? Ich habe in der letzten Sekunde habe ich es irgendwie gemacht, aber irgendwie ist das ein bisschen verbuggt gerade. Was geht denn jetzt hier ab? Boah, okay. Ich sehe so langsam wieder was. Alter, scheiße. Ist das jetzt ein Grafikbug? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich hatte 30 Sekunden Zeit, habe eine Minute getippt und gut, habe es in der letzten Sekunde dann noch, als es beim Explodieren waren, habe ich es noch geschafft gehabt, weil die waren ein bisschen großzügig von dem Zählen her. Und eigentlich wäre es schon vorbei gewesen, aber ich habe immer noch weiter gedrückt, obwohl eigentlich schon vorbei war und dann hast du Bumm gemacht und dann war ich bei Null, Alter. Das war so knapp, ey. Ich dachte, jetzt verrecke ich echt noch, aber es hat gegildet. Boah, Alter, scheiße. Bin ich froh, ey. Boah. Das glaubt ihr mir nicht, Leute. Genosis geschafft? Nächste Mission. Ich war ja eh gespannt und, ne, was noch kommt und ob nur Geonosis kommt. Das sehen wir ja gleich. Was jetzt noch so kommt. Oh, ich bin richtig im Stuhl versunken. Tag 367, Clone Wars. Shaken Cluster. Prosecutor war unsere erste Heimat. Wir waren lange auf ihr stationiert. Zuletzt hat sie im Corellia-Sektor republikanische Handelswege gegen die Separatisten verteidigt. Wir haben vor über 2 Wochen den Kontakt mit ihr verloren. Das darf nicht wahr sein. Haben die sich etwa selbstständig gemacht? Unwahrscheinlich. Bei allem Respekt, Sir, das könnte eine Falle sein. Eben deshalb schicken wir unser bestes Team, um der Sache nachzugehen, Delta 4-0. Ihre ausgezeichnete Arbeit auf Geonosis ist nicht unbemerkt geblieben. Hast du gehört, Sieben? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Ja, dann mal willkommen im Club. Delta Team, bereiten Sie sich auf niedrige Schwerkraft vor. Versiegeln Sie Ihre Anzüge. Viel Glück. Also wir sind ja wirklich hier in der Front. Also, ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, nebenbei sind irgendwie Anakin und Obi-Wan am Kämpfen und wir sind hier direkt wirklich des Delta Squad. Und sind mit dem Schiff und so. Wir werden hier befehligt mit Befehlen. Und ja, sind halt an der Front gegen die Druiden. Okay, wir sind im Weltall. Delta, die Verbindung zum Berater ist gestört. Hat einer von Ihnen noch Kontakt? Kein Signal, Sir. 07 Ende. Wo sind denn die anderen alle? 40607 muss ich mir auch mal auswendig lernen, aber ist ja glaube ich gar nicht so schwer. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas. Ich werde immer vertrauter mit dem Spiel. Wo sind wir eigentlich hier? Das Teil bewegt sich, wir fahren ja gerade. Okay. In so einem kleinen Raumschiff drin oder sowas, war? Transporter oder sowas. Muss ich jetzt warten? Nee, ich kann hier weiter. Oder? Ich guck mal kurz nach draußen. Fliegen irgendwelche Drachen rum? Was zur Hölle? Was wollen die? Was sind das für Viecher? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wir bewegen uns. Muss ich noch was machen? Geht's hier weiter? Okay. Ich glaube, ich muss da weitergehen. Ganze Zeit hier bleiben bringt nichts. Auch wenn es schön und geil aussieht. Nee, gut, dann müssen wir da weitergehen.
krasse Mission auf jeden Fall. Minox im Torpedolager. Erteilen wir unseren diebischen Freunden eine Lektion in Sachen Disziplin. Deltas, Statusbericht. Bin mal gespannt, was für Gegner jetzt kommen. Neue bestimmt. Genosianer können nicht mehr kommen. Aber Druiden sind immer wieder, ne? Klar. Wenn sich das Ungeziefer weiter durch die Leitungen frisst, ist das Schiff bald nur noch ein Haufen. So, meine Panzerforce habe ich auch wieder eine Muni. Okay, es ist ein bisschen spooky hier. Oh Gott. 6-2, Delta 6-2, hören Sie mich. Bitte melden. Hau ab, du verdammter Blechhaufen! Was ist jetzt mit 6-2? 6-2. Deltas, ich habe 6-2 verloren. Ist jemand in der Nähe, um nach ihm zu sehen? Bitte melden. Negativ, Sir. Ich muss aufpassen, Sir. Oh Gott, was ist passiert? Alter. Scheiße. Das ist richtig gruselig. Hey, ein Kommando. Gott sei Dank. Was ist hier passiert? Keine Ahnung, ich wollte gerade... Ein bisschen was von Dead Space irgendwie. ...als ich Blasterschüsse hörte. Ich bin sofort losgelaufen, aber als ich ankam, waren alle tot. Also haben sie sich im Torpedolager versteckt? Nein, Sir. Ich wollte einen Torpedo abfeuern, um die Republik zu warnen. Aber jetzt sind sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Oh Gott. Schade um die guten Gene. Was sind das für Teile? Ich bin da richtig Schiss. Was ist eigentlich der Tactical Mode? Könnt ihr mir das mal verraten, Leute? Boah, Alter, ich krieg Gänsehaut ein bisschen. Das ist ein bisschen gruselig. Aber das hat voll was. Das Spiel ist so geil. Auch dass man mal so ein bisschen gruseligere Sachen mit reinnimmt, ne? Oder gemacht hat. Boah, ich kack mir gleich ein. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Bitte suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Sammler-Droide. Okay. Ist noch einer? Boah, hier kann man sich doch bestimmt voll leicht verirren. Lol, das leckt gerade richtig. Was war denn da los jetzt? Der hatte nur zwei Bilder. Sind wir auf Kamino? Nee, wir sind im Weltall. Nicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droiden-Zugangsschächter. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Scheißviecher. Also ich bin fast... Okay, Leute, mein Speicher ist voll. Ich habe noch 7 GB. Fraps verbraucht so viel. Ich kann nicht länger aufnehmen. Tut mir ehrlich leid, ich hätte aber hier auch erstmal beendet. So, ich habe das bestimmt nicht mitbekommen, diese komischen Viecher, die mich hier zurückgedrängt, und ich musste wieder durch die Schächte durchgehen und vor denen musste ich mich dann verpissen. Und hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Alter, was sind das für Viecher ohne Spaß, ey? Die sind so stark. Deswegen würde ich mal sagen, ich habe richtig wenig Leben noch. Gucken, was auf uns noch zukommen wird. Die Atmosphäre ist geil. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis dann. Tschüss.